Was? Berlin verbietet Weihnachten? Ho, ho, ho! Fröhliche Weihnachten ist verboten! Was? George Clooney? Das ist gar nicht George Clooney. Jo Leute, ich bin Steven und ich vertrete heute LeFloid bei Le News. Smartwatch! Die sieht so scheiße aus, weil Frodo die gemacht hat! Halt dein Maul! Samsung bringt jetzt ihre Smartwatch raus, also quasi ein Smartphone mit Armband dran. Also quasi ein grauenvolles Mutantenbaby aus Telefon und Uhr! Aber mal ernsthaft, es gibt ja schon seit längerem Gerüchte, dass auch Apple solch ein Smartphone-Handy-Armbanduhrgerät auf den Markt bringen will. Und nun stellt sich heraus, dass Samsung den Frutariern einen Schritt voraus ist und ihre kleine Uhr schon jetzt auf den Markt schmeißen tut. Und so wie ich Apple und Samsung kenne, artet das bestimmt wieder in so einen kleinen Mädchen-Bitch-Fight aus. Meine Watch ist viel smarter als deine. Na und dafür ist mein Smart viel watcher als deine. Was? Aber mein Bruder, aber die Fische, was kann denn der Teil jetzt überhaupt? Es kann Fotos machen und Videotelefonieren. Ja, was geht denn? Hi. Wo sind meine Titten drauf? Und ich habe mir sagen lassen, man kann damit auch die Uhrzeit ablesen. Oh yeah. Und zum Release sollen sogar 70 Apps bereitstehen. Was die dann alles können, weiß ich nicht. So Stoppuhr, Eieruhr, Timer. Wecker. Geile Apps. Wecker. Aber trotz dieses ganzen technischen Schnickschnacks kann es eine Sache nicht. Und zwar eigenständig sein. Denn dieses smarte Ding funktioniert nur in Verbindung mit einem weiteren Galaxy-Smartphone. Samsung macht also den Apple. So, fickt euch Leute, die nicht unser Telefon benutzen mit unserer Smartwatch und unseren Schuhen. So coole Smart Crocs zum Beispiel. Okay. Da sind dann vorne Kameras eingebaut und dieses Bild wird auf deine Smartwatch projiziert und dann siehst du immer, wo du hinläufst und zwar von unten. Mann, da komme ich mir ja total veräppelt vor. Oh, Frodo, muss ich den wirklich bringen? Ich denke, das heißt ja. Wie seht ihr das? Ist das ein Schritt in die richtige Richtung, dass jetzt alles versmarterisiert wird? Muss wirklich jedes Gerät, was ich besitze, mit dem Internet verbunden sein und generell untereinander voll krass vernetzt? Ich hätte hier einen Smart-Reiskocher! Seht ihr, wo das hinführt? Oh, hätte ich fast vergessen. Die Watch hat auch einen Kalender und ich sehe gerade, das ist bald Weihnachten. Nein. Kein Weihnachten, kein Weihnachten. Nein, nicht in Berlin. Yo, ich bin Wake und ich vertrete Steve bei den News, der Flo bei den News vertritt. Überall steht in den Schlagzeilen: Berlin verbietet Weihnachten. Das erinnert ja schon fast an einen klischeehaften Disney-Weihnachtsfilm, wo am Ende doch der Bösewicht besiegt wird und alle fröhlich Weihnachten feiern. Überall wurde jetzt berichtet, dass Berlin-Kreuzberg verbietet, auf öffentlichen Plätzen Weihnachten zu feiern. Das heißt nicht Weihnachten an sich, sondern nur halt auf der Straße. Allerdings ist das so nicht ganz richtig. Monika Herrmann von den Grünen hat das jetzt in einer Pressemitteilung nochmal richtig gestellt. Es ging lediglich um das Austragen von Festlichkeiten allgemein in Kreuzberg. In Bezug auf Lärm, Verkehr und Müll. Halt alles, was so ein großes Fest mit sich bringt. Verkehr. Echt jetzt, Jungs? Deshalb sollen in Zukunft solche Feste an einen zentralen Ort ausgeführt werden. Und das betrifft natürlich auch Weihnachten. Weihnachtsmarkt und so. Ich meine, so ein Missverständnis kann ja mal vorkommen. Und dass die Medien aus einer Mücke einen Elefanten machen, ist ja jetzt auch nichts Neues. Ich meine, das ist schon eine krasse Schlagzeile. Berlin verbietet Weihnachten. Ich mochte Weihnachten. Was natürlich gar nicht klar geht, ist, was die Rechten sich da zusammengereimt haben. So hieß es dann, Deutschland verbietet seine eigene Kultur und das wäre ja der Grundstein für die Islamisierung Deutschlands. Und Berlin ist ja sowieso vollständig von Ausländern überrannt und eingenommen worden. Und was die nicht sonst für eine Scheiße labern. Was die Nazi-Nasen natürlich nicht wussten, der Ursprung dieser ganzen Debatte war ein islamisches Fest. Und zwar wurde beantragt, eine Woche lang in den Straßen Ramadan zu feiern. Und da haben die Politiker gesagt: Nee, sorry Leute, das können wir den Anwohnern nicht zumuten, das ist einfach zu krasse Lärmbelästigung. Daher kam der Beschluss, ein zentraler Festplatz für alle Feste. Und auf die Frage, betrifft das auch Weihnachten? Ja klar betrifft das auch Weihnachten, es betrifft alle Feste gleichermaßen. Was ist an allen Festen nicht zu verstehen? Bei manchen Leuten kriege ich so einen Hals. Und wenn der runterrutscht, dann bin ich schwanger. Killerüberleitung! Tag, ich bin Frodo und ich vertrete Rick bei den News, der Steve bei den News vertritt, der Flo... Das ist doch bescheuert. Der Flo bei den News vertritt. Und Rick, ich muss dir was sagen. Du kannst gar nicht schwanger werden, denn du bist ein Mann. Hallo, ein Mann. Hey, hallo, ein Mann. Sag ich doch.
Denn auch für Leute, die nicht schwanger werden können, gibt's jetzt was aus dem Internet, was hilft, nämlich gebrauchte positive Schwangerschaftstests. Auf der amerikanischen Webseite Craigslist, wo man angeblich alles kaufen kann, kann man jetzt anscheinend tatsächlich alles kaufen. Und so dachte sich eine findige Amerikanerin, I need that money, I want that money, I'm a get myself some money und stellte ihren positiven Schwangerschaftstest ein. Und wie könnte es anders sein? Im Land der unbegrenzten Möglichkeiten findet sich ja für alle den Abnehmer, auch für positive gebrauchte Schwangerschaftstests. Hast du das Ding jetzt verkauft bekommen? Ja, natürlich. Krieg ich meinen Anteil? Warum? Hast du da aufgepickelt? Ja, klar. Glückwunsch. Oh. Jetzt natürlich die Frage, die sich alle stellen, warum sollte ich einen gebrauchten positiven Schwangerschaftstest kaufen? Zum einen natürlich als fiesen Spaß, wobei ich persönlich das jetzt überhaupt nicht lustig finden würde, aber es gibt auch noch viel fiesere und zum Teil gar nicht so legale Anwendungsmöglichkeiten dafür. Man könnte damit zum Beispiel zu seinen Eltern gehen und sagen, ey, yo, hier, ich bin schwanger, gib mir mal Geld für eine Abtreibung. Und da sagen die meisten Eltern natürlich ja und mit dem Geld fährt man dann in Urlaub. Oder man erpresst seinen Freund einfach zur Hochzeit, um sich dann dieser scheiden zu lassen und all sein Geld zu kriegen. Das ist voll böse. Wie auch immer, das hat sich zu einem kleinen Trend in Amerika entwickelt und ist jetzt sogar schon nach Deutschland übergeschwappt. Man findet in verschiedensten Babyforen jetzt explizite Einträge, seien es jetzt Angebote für solche Tests oder tatsächlich Gesuche danach, und da stehen dann so dubiose Sätze wie, ah, biete Schwangerschaftstest positiv für 20 Euro an, keine Fragen werden gefragt. Was haltet ihr davon? Würdet ihr euch so einen positiven Schwangerschaftstest wofür auch immer kaufen oder meint ihr, man muss sich so ein Ding hart erarbeiten? Hallo, ich bin David. David, David, hier. So? So? Ja. Ja. Hallo, ich bin David und ich vertrete Frodo, der Rick vertritt, der Steve vertritt, der Flo vertritt. Du weißt aber, dass du jetzt den Abschiedsbody-Slam machen musst, ja? Nee, dann will ich nicht. Hey, du bist Frodo von Frodo-Apparat. Hey, ihr seid die Space Rocks von den Space Rocks. Hey, ich bin David von Giga. Wow, cool. Das ist toll. Und wir sind hier, um Flo zu vertreten, denn der ist im Urlaub. Genau, also gewöhnt euch schon mal an unsere Gesichter, denn die müsst ihr mindestens noch einmal ertragen. Nämlich nächste Woche Montag, da sind wir auch wieder da. Und bis dahin, gebt uns doch einen Daumen nach oben, damit wir wissen, ob wir das halbwegs gut gemacht haben. Außerdem verklopft uns Flo dann eventuell nicht. Außerdem Tinte, Hut, Gas und Body Slam. Yay! Zeitlupe. Oh, hat das weh getan? Ich auch. Oder was Süßes? Ah!